Fast jeder Patient ist vorher aufgeregt, das ist ganz normal. Ein bisschen Angst, ein bisschen Nervosität gehört dazu. Die Shia war auch sehr nervös, umso näher es dann zum OP ging. Und deshalb geben wir vorab eine Beruhigungstablette. Dann ist alles so ein bisschen egal, ist ein bisschen so wie auf Watte, wie auf Wolken. Und dann läuft die Operation noch entspannter. Das Wichtigste ist aber, dass wir unsere Patienten durch die OP begleiten, dass wir praktisch mit denen in den OP gehen und währenddessen die ganze Zeit reden, sodass wirklich gar keine Sorge, gar keine Angst mehr aufkommt. Bei der Operation wird zunächst das Auge steril abgedeckt. Dann kommt eine kleine Feder in das Auge, die das Auge aufhält. Das heißt, man kann ganz entspannt liegen, ganz entspannt weiteratmen, sollte man auch nicht vergessen. Man braucht sich keine Sorgen machen, das Auge kann nicht zugehen. Diese Feder hält das Auge auf. Das Auge ist mit Augentropfen betäubt, sodass man eigentlich gar nichts spürt. Dann docken wir mit dem Laser am Auge an. Das ist wie eine weiche Kontaktlinse, die dann auf dem Auge aufsetzt. Das spürt man überhaupt nicht, weil die Augen durch die Tropfen so super betäubt sind. Man schaut die ganze Zeit währenddessen in so einen grün blinkenden Punkt rein, den man im Laser sieht. Also man braucht sich auch keine Sorgen machen, da ist nichts, was auf einen zukommt. Der Laser braucht dann 30 Sekunden, um die Behandlung zu machen. Die ganze Behandlung dauert keine 4-5 Minuten. Der Laser selbst braucht nur 30 Sekunden. In der Zeit merkt man plötzlich, dass das Sehen verschwommen wird, weil eben Luftblasen im Gewebe entstehen. Da kann man nicht so gut durchschauen und man hat dann ein bisschen neblige Sicht. Dann sind wir mit Shia unter das Licht gefahren, unter das Mikroskop, und dort wird dann einfach dieser Lentikel gelöst, also das feine Gewebsstückchen, was wir aus der Hornhaut entfernen wollen, wird gelöst und rausgenommen. Und dann ist die Operation auch schon vorbei, also wie es 4-5 Minuten, wenn überhaupt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war das Durchspülen, weil das ein bisschen kalt wurde, aber sonst gar nichts, überhaupt nichts gemerkt. Meine Augen fühlen sich an wie, also ich habe keine Schmerzen, nichts, so ein bisschen, als ob ich geweint hätte, so ein ganz bisschen, so würde ich das beschreiben, ja. Ich kann zum Beispiel die Uhr da oben erkennen, das konnte ich vorher nicht. Ich erkenne die Menschen besser, ist zwar noch so ein bisschen verschwommen, aber es ist schon ein Unterschied zu vorher, ohne Brille. Sie hat am Ende der OP das gesagt, was fast alle sagen, wird gesagt, das war ja völlig entspannend. Das Schlimmste war, die Pflaster hinterher wieder abzuziehen. Da muss man sich vorstellen, wie wenn man ein Pflaster von der Haut zieht. Das ist eigentlich recht harmlos, aber ja, solange die Patienten sagen, das war das Schlimmste an der OP, da sind wir ja alle zufrieden. Direkt nach der Operation sieht man schon was, schon besser als vorher ohne Brille. Die Patienten, die gehen hier raus, die gucken hier, die sehen die Uhr an der Wand, die können sich orientieren, die können ganz normal nach Hause gehen. Natürlich nicht selber fahren, brauchen einen Fahrer, der sie mitnimmt, aber ansonsten kann sie sich schon ganz normal bewegen. Es kann sein, dass wenn die Betäubungstropfen nachlassen, dass es kurz ein bisschen brennt, dass sie dann besser mal 1-2 Stunden die Augen zulässt, aber danach ist es schon wieder ganz in Ordnung und das Sehen wird stündlich besser. Und sobald es für sie geht, kann sie die Augen benutzen für alles. Kann wieder Fernsehen, Handy benutzen, Computer lesen. Das sollte heute Abend schon drin sein und spätestens morgen ist sie da wieder fit. Das heißt, heute, jetzt kann sie nach Hause gehen, sich erstmal hinlegen, schlafen. Wenn sie wach ist, macht sie Augentropfen rein zum Schutz, antibiotische Tropfen, das ist einfach vorsorglich. Und morgen früh zur Kontrolle kommt. Ich würde meiner besten Freundin erzählen, mach's auf jeden Fall. Es ist überhaupt nicht schlimm, es ist so, so schnell vorbei. Also wirklich super schnell. Man stellt sich das so schlimm vor, aber es ist überhaupt nicht, gar nicht. Dankeschön!